Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem klitzekleinen neuen Video auf meinem Kanal. Ein Projekt, kann man es nicht nennen, ein Video, das ich schon lange eigentlich vorhatte mal aufzunehmen, weil es sehr, sehr kurz werden wird. Aber so wegen des VR-Aufbaus, der doch bei mir zu Hause relativ aufwendig, einfach nicht dazugekommen bin und hin und wieder vielleicht auch gar keine Lust dazu hatte. Jetzt sind wir hier, wir haben da den Gesundheitsschutz vor uns, der steht eigentlich vor allen VR-Spielen, ne? Oder generell, beim Videospielen sollte man ja generell immer wieder mal eine Pause einlegen, da steht alles da, wunderschön und so weiter und so fort. Wer möchte, kann das gerne lesen, ich kenne das alles schon. Jetzt haben wir hier den Titelbildschirm. Der dürfte bekannt sein, schon von Transference her. Und im heutigen oder im jetzigen Video möchte ich mich mal mit dem Water Test Case beschäftigen. Der Demo, die ja vor dem Spiel erschienen ist. Ja, da sind wir auch schon im Titelbildschirm. Also Water Test Case, ganz kurz darauf angesprochen, findet oder fand vor den Ereignissen im Spiel statt, ein paar Jahre, und wurde aber im Spiel selber trotzdem erwähnt, beziehungsweise man hat beim Durchgang ein Dokument oder Dokumente dazu gefunden. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, ob ich die gelesen habe, und selbst wenn, wüsste ich jetzt nicht mehr, was genau drin stand. Auf jeden Fall, ja, wie es der Titel schon sagt, Test Case, ein Testfall mit einem Herrn, der Walter heißt. Wir starten direkt die Demo und lassen uns überraschen. Das überspringe ich mal nicht. Hello. My name is Raymond Hayes. I'm the director of the Brain Data Analysis Research Division here at the university. We're engaged in some very exciting work that we are thrilled to share with you today. You're very lucky to be here. We have been able to create a digital environment that's based on the brain data of a single subject. We'll call him Walter, let's say. Now, okay. This experience will work best if I tell you as little about Walter ahead of time as possible, but I will tell you that he has been diagnosed with post-traumatic stress disorder. Now, this is the incredible part. When you put on your headset, you will find yourself in a recreation of Walter's memory of his traumatic event. Now, I should say that this technology is very new and imperfect at this stage. Some of the data may be incomplete, some may even be corrupted. What you are experiencing is a recorded consciousness. It's not unlike watching a movie, so no matter how real it may seem, it can't hurt you. You are completely safe. Er glaubt sich selber. Ja. In a couple of years, this technology is going to be perfected. It is going to be released in the world, and you, the very few lucky ones that are here today, are going to be able to tell your friends that you were there at the very beginning. And that is incredibly special. So thank you. Okay, also den jungen Mann, den kennen wir schon aus dem Hauptspiel. Is that you? Mahlzeit. Ah, nee, oder? Ich kann so nicht arbeiten. Ich muss das gleich mal umstellen. Wie soll ich sagen, aus dem Hauptspiel kennen wir den jungen Mann schon, da war er allerdings synchronisiert. Kann sein, dass wir für die Demo noch kein Geld für eine Synchro in die Hand nehmen wollten. Was ich jetzt hier tue, ist auf jeden Fall Steuerung, Experiment, VR-Steuerung. Das sind diese Blickwinkel. Genau, und ich möchte aber eine Steuerung. Genau. Ich bräuchte im Prinzip das Headset jetzt gar nicht. Ich brauche meinen Kopf im Prinzip. Da sollte es nicht hier sein. Okay. 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 Geht ja schon klasse los. Also es soll nicht sonderlich lang sein. Oder? Was zum Lesen? Sportmagazin. Allerdings nicht wirklich lesbar. Soll sehr, sehr kurz sein, deswegen wird es auch nur ein Video geben, denke ich mal, und sollte ich
the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. So. These carefully targeted actions are designed to disrupt the Taliban side, also nach 9/11 in dem Fall, schätze ich mal. And to attack the military capability. Okay. Dieser Walter, wie er genannt wird, ist offensichtlich, würde ich mal behaupten, ein Ex-Soldat. Jo, 3. Panzerdivision, Irak 1991. Dann ist es nicht nach 9/11. Ted's Mütze, Ted. Okay, nicht Walter. Das ist eine Uhr. Ist das irgendwas hier? Nee. More than 2 weeks ago, I gave Taliban leaders a series of clear and specific demands. Close terrorist training camps. Das ist Kunst. Hand over leaders of the Al-Qaeda network. Das wahrscheinlich auch. Da geht ein bisschen was von der Wand ab. Ist alles nur oben drauf gebeppt, also alles ein kleines bisschen, wie soll ich jetzt sagen? Ich will nicht sagen billig gemacht, aber es ist. None of these demands were met. Man sieht doch hier deutlich, dass Kantenglättung hier noch nicht wirklich stattfindet. Da sind ein paar Spiele ja inzwischen auch schon weiter. Das ist relativ wurscht. Ich möchte mich jetzt aber hauptsächlich hier in dieser Erinnerung aufhalten, um Infos zu bekommen. Ne? Ein Ball. Offensichtlich. Das ist... Moment. Ted Walter. Also heißt er mit Nachnamen Walter. Tetrazyklisches Antidepressivum. Ja, es wurde ja jetzt gerade eben von dem jungen Mann, dessen Namen ich nicht weiß, gesagt, dass diese Erinnerung von einem Menschen stammen mit posttraumatischen Belastungsstörungen. Was, denke ich mal, unmittelbar damit zu tun hat, dass er im Irak war. Auf jeden Fall hat er mit Ordnung nicht so viel. Oh, da liegt auch was. Fairy Tales, Märchen. Okay. Zigaretten. Ist das wirklich viel? Nee, Knöpfe, also Ducken oder sowas geht gar nicht. Ne? Könnte ich jetzt wahrscheinlich so selber ein bisschen machen, aber ich sitze ja. Das ist nicht so leicht. Ist aber auch nicht nötig. Der Apfel, da ist am Faulen. Da rennt Viehzeug rum. Ja. Ah, ich kann mich doch ducken. Alles klar. Today we focus on Afghanistan, but the battle is broader. Okay. Every nation has a choice to make. Der Lichtschalter ist nicht da oder auch nicht. Hätte ich das jetzt schon machen sollen? Hier sieht es noch ein bisschen ordentlicher aus, ne? Okay, machen wir da aus. Sportmagazin, nach wie vor, aber ein anderes. Ist ja auch ein bisschen später, 1993. Vorher war 91, wenn ich es richtig gesehen habe, ne? Football. Okay. Hier mache ich mal jetzt nichts. Geht auch nichts. Hier stehen die Bilder noch da. Ich komm gleich. Mach dir mal keine Gedanken. Dr. Sam W. Laurie, How to Surrender. Das ist klar, das Buch. Why won't you play with me? Guess I'm a bad. Irgendwas sagt mir, ich hätte viel Leid. Okay, das ist irgendetwas. Ich erkenne, es scheint eine Jacke zu sein, eine aufgehangene. Also hier, ich hätte vorher das Licht nicht ausmachen sollen, habe ich irgendwie das Gefühl. Oder nicht ausmachen müssen. Wenn ich es nicht hätte sollen, hätte es das Spiel auch nicht mich machen lassen. Sertralin, 120 Milligramm Antidepressivum. Okay. Also wir haben jetzt gesehen, also jetzt ist da eine kleine Dose Antidepressivum und da war eine große Dose vorher. Ne? Also kann sein, dass er irgendwann die Dosis erhöht hat oder erhöht werden musste. Ein Schlüssel wird benötigt. Okay, den werde ich jetzt hier ja wohl nicht gleich zur Hand haben. Warte, da ist gerade jemand vorbeigelaufen, oder? Da ist ein Zettel auf jeden Fall.
Don't forget to turn off the light. Vergiss nicht, das Licht auszumachen. Why won't you play with me? Ah ja, gut, jetzt gucke ich mich aber erstmal ein bisschen weiter um. Scott, könnte der Sohnemann sein. Don't come in. Nothing will happen. Komm nicht rein, irgendwas wird passieren. Ich habe aber nicht verstanden, was. Diese Tür sieht sehr interessant aus. Where are my blocks? Where are my blocks? Interessant. Okay, also die ist auf jeden Fall nicht zugänglich. Bilder. Die Tür hier auch kaputt, also wie eine beschädigte Datei. Ne? Also da ist offensichtlich Erinnerung, die fehlt. So, Küche gehe ich jetzt nochmal ganz, ganz kurz. Vielleicht ist da noch irgendwas zu machen. Telefon? Leave your message after the tone. Also war wohl die Frau oder Ex-Frau, so wie es jetzt klingt, die ja, ihm erzählt hat, dass er sich verschließt, also aufgrund seiner Depression wahrscheinlich sich verschließt, niemanden an sich ranlässt, seinen Sohn nicht, seine Frau nicht. Ja, er ist kaputt, also der Scott Walter. Und seine Frau fühlt sich inzwischen auch kaputt und verlässt ihn deswegen. Schauen wir mal. Das wird sie dann wohl sein. Ja. Und so eine Mann in der Mitte. Was haben wir denn hier? Okay, hier geht nichts mit X. Da könnte ich mir aber vorstellen, dass da was hin muss. Vielleicht muss ich da was finden. Don't forget to turn off the light. Okay, nicht vergessen, das Licht auszuschalten. Was haben wir da unten? Ich will jetzt eigentlich nichts mehr verpassen. Aber vielleicht muss ich auch ein bisschen was verpassen. Ich weiß es nicht. So, also vergiss nicht, das Licht auszumachen. Vielleicht ist auch mal das Licht hier gemeint. Juni 2002. Okay, jetzt sieht es wieder... Jetzt sieht es wieder so aus wie vorher, ne? Viehzeug rennt hier nach wie vor rum. Okay, es... On my orders, ja, ja. The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban. Kennen wir schon. Das stört mich auch ein bisschen, mache ich aus. Also gut. Da sehen wir. Okay, ich gehe einfach mal hinterher. Aber es wird sich nichts tun, ne? Nichts. Auch nichts. Was haben wir da? Hier geht jetzt auf jeden Fall langsam die Tapete ab, also jemand scheint sich nicht um die Wohnung zu kümmern. Keep out dead end. Sackgasse. Keep out draußen bleiben. Da hat sich der Sohn schon etwas mehr zurückgezogen scheinbar vor dem Papa. Es wirkt mir so, als käme es darauf an, welchen Schalter man betätigt, um hier die zwischen den Jahren, sage ich jetzt mal, umzuschalten. Da steht Müll seit einer Weile. Da ist Essen in der Mikrowelle seit einer Weile. Da ist etwas zum Spülen seit einer Weile. Alles seit einer Weile hier. Das ist wieder die große Dosis, ne? Okay. Don't forget to turn off the light ist jetzt durchgestrichen. Dann soll ich es vielleicht nicht tun. Schlüssel. Kellerschlüssel. Oh. Well, you're free of choices now. Dead men can't choose. Oh. You kept telling me to man up. Ich weiß nicht, ob ich schon runter soll. Ich würde gerne mal oben bleiben.
Aber was wird jetzt passieren, wenn ich das Licht ausschalte? Ich glaube nichts. Is that you? Ja, 93 hatten wir schon. Genau, der schöne Zustand. Da, wie gesagt, bin ich der Meinung, fehlt eventuell was. Den Schlüssel habe ich nach wie vor bei mir. Das ist gut, das habe ich mir auch gewünscht. Das passiert hier nicht nochmal, ne? Nee. Ist auch der Kellerschlüssel. Wird natürlich nicht passen, aber er passt dann, denke ich, in der Küche. So. Hoffentlich gibt es Licht im Keller. Okay, das sieht doch eigentlich ganz ordentlich aus, ne? Relativ gepflegt, ja. Mit dem Linoleum ausgelegt. Da sind wir hergekommen. So ein Lichtschalter oder sowas? Gibt's hier nicht. Zumindest mal noch nicht gesehen. Okay, aber hier ist auf alle Fälle was Interessantes. Ein Bild. Bier oder ähnliches. Eagle Beer. Beak, Eagle Beak. Was ist das? Leere Bierflasche, ne? Okay. Auch Antidepressiva. 270 Milligramm. Das ist schon eine deutlich höhere Dosis, als es in der kleinen Dose war, ne? An die kommen wir nicht an. Das sieht aus wie... Das sieht ein bisschen aus. Lass mich nicht lügen. Ein bisschen aus wie so ein... Von der Wehrmacht. Aber was soll der damit hier? Bild warte ich nochmal ganz kurz mit dem Anschauen, bis ich mir alles andere angeschaut habe, um zu checken, ob da irgendwas damit zu tun ist. Aber es sieht mal nicht so aus. Okay, Sohnemann. Sohnemann auf der Schulter. Kann ich wahrscheinlich jetzt oben ins Wohnzimmer bringen. Moment, Telefon. Hier unten ist nichts mehr. Alles klar. Ein bisschen was kaputt. Der Vogel ist gestresst. Die Erinnerungen sind scheinbar irgendwie zerrüttet. Kaputt. Ja? Was diese ganzen Doppelsachen hier erklären würde. Alles ein bisschen kaputt. Daddy? Is that you? Is that you? Ja. Bin ich? Was mit dir? Soll ich zu dir kommen? Interessant, wie es hier jetzt aussieht, ne? Alles runtergelassen. Kein Licht reinlassen, wenn es... Was ist denn das? Das ist das... das ist das Regal. Okay, sehe ich jetzt eh nicht ohne Licht. Warte mal, mein Junge, ich komme zu dir. You're not supposed to be here. Du solltest nicht hier sein. Some goddamn hero. Couldn't save his own family. Can't believe I looked up to him. Oh, 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 okay. Machst du das nochmal? Boah, das ist schon Gänsehaut, ne? Ich lass dich mal in Ruhe, ne? Mach mal. Was du denkst. Da tut sich nix. Okay. Also. Proud of me now? I'm a killer. Ah, die Waffe schon bei just sich. Like you. I was never good enough. Okay. Never man enough. Schauen wir uns mal hier den Keller an. I'll show him. Looking for my dad? Well, you're too late. Uh-oh. You find him so bad? You can join him. Oh. My
Die sind aber ganz schön kaputt, die Erinnerungen. Of his terrible swift song is marching on. Okay, also ich bin jetzt mal im Keller. Ich muss schätzungsweise irgendwas tun, damit ich die Tür wieder öffne, damit ich wieder hochkomme. Jetzt ist er mal noch zu. Da ist auf jeden Fall was Interessantes. Okay. I have seen him in the watchfires of 100 circling cats, building him a... Was zur Hölle? Da ist auch was. Sieht zumindest wie irgendwas aus. Ist aber nicht wirklich was. Okay. Da ist wieder so eine Milchtüte oder sowas. Bin ich denn? Ist da eine Tür? Hä? Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie ein Bild ergeben muss. Aber da kriege ich nicht hin von der Perspektive her. Okay. Komme ich hier jetzt raus? Oder? Ah ja. Interessant. Daddy, where are you? Get it out of my head! Mein lieber Shiva. Das war's. Ja, recht kurz, ne? Aber schon heftig. Ja, Hauptspiel bereits gespielt, ist schon seit längerem auf meinem Kanal. Gut, dass ich das jetzt auch gespielt habe. Ja, wie gesagt, der Water Test Case wird ganz kurz am Rande mehr oder weniger erwähnt, beziehungsweise man findet ein Dokument dazu, dass das Ding jetzt so krass ist, wie es jetzt hier... Wie man es jetzt hier gesehen hat, hätte ich jetzt nicht gedacht. Da bin ich also froh, dass ich das noch nachgeholt habe. Hat jetzt, wie man sieht, auch so direkt mit dem Hauptspiel nichts zu tun. Ist also ein völlig eigenständiges, kleines Spiel, wenn man so will. Und auch sehr, sehr kurz. Also kann man sich durchaus mal geben, wenn man es denn verträgt. Dann bleibt mir an dieser Stelle nichts weiter übrig, als zu sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein bisschen Support da in Form eines Däumchens nach oben. Oder aber eines Abos sogar, wenn ihr das möchtet. Und ansonsten freue ich mich auch sehr über einen Kommentar. Herzlichen Dank und tschüss.